dungeon. Succubus, cool. A ghoul has been. Das nehmen wir auch mit. Und da kriegen wir noch mehr Kreaturen aus diesem Dingens da. Defense complete. Und ich habe genug. Ah, die bauen das, die machen das ja doch alles auch ohne Brücke. Okay. Bei Dungeon Keeper war das anders. Ja, ich weiß, es ist nicht Dungeon Keeper. Und wieso gehört die Brücke nicht mir? A ghoul has been raised in your planet. So, und ich wette, ich kann schon wieder 100.000 neue Minions machen, weil die alle tot sind. Naja, fast. Fast 100.000. So, und dann machen wir hier noch, hier, nee, das ist ja gar nicht, das sind ja gar nicht die Sockel. Wo sind denn die Sockel? Da sind die Sockel. Da. Die kommen jetzt da drum. Falls sie nochmal irgendwer angreift. Sollten die jetzt eigentlich mal ein bisschen aufgehalten werden dadurch. Und die Gegner haben wieder die Brücke zurückerobert, natürlich. Und hier werde ich gleich Fallen hinstellen, damit die Minions da abgeschossen werden. Könnte aber wissen. Defense complete. Dafür müssen die das aber erstmal einnehmen. Hey, hallo, was soll das hier? A Chanda has entered your dungeon. Macht mal. Ach, da kommt auch noch eine gegnerische Kreatur vorbei gerade, wie praktisch. Die sollte aber, guck mal, die stirbt sofort. Die kommen da nicht einfach durch. So, jetzt ist die Brücke wieder meine. Und die Minions kämpfen gegen die Minions. Alles so, wie es sein sollte. Ja, ist schön, dass sie das hier jetzt einnehmen. Das bringt mir aber gerade nichts. Die sollen das hier einnehmen, verdammt. Dann baue ich hier schon mal so ein Defense auf. Damit das schon mal produziert wird. Und wir können was Neues machen. Was können wir denn machen? Wir könnten eine Garrison bauen. Die baue ich hier hin. Glaube ich. Das möchte ich gerne abgebaut haben. Wir müssen nämlich hier, wir müssen hier dafür sorgen, dass hier irgendwie die gegnerischen Kreaturen abgeschossen werden, wenn sie darüber laufen. Und Minions. Naja, zwei. Immerhin. Ja, und wenn wir die Garrison hier haben, dann halten sich nämlich auch Kreaturen da auf. Das ist schon mal gut. Die Sachen sind auch fertig. Wir schaffen das. Ich bin da recht zuversichtlich gerade. Aber ich will das neue Defense-Ding bauen können. Dafür müssen wir hier vielleicht ein bisschen was... Foundry Upgrade. Upgrades the Foundry Room. Okay. Das ist neu. Das machen wir gleich. Da stellen wir zwei Ballisten hin. Die Brücke gehört mir, verdammt. Lasst mir die Brücke. So, und die Viecher werden nämlich jetzt direkt abgeschossen, wenn die hier rüber kommen. Und hier bräuchten wir sowas eigentlich auch nochmal. Aber da nehmen sie mir die... Nehmen sie mir das Gelände nicht ein. Vielleicht muss man das doch machen. Oder die machen das nicht, weil sie Besseres zu tun haben oder so. Keine Ahnung. A necromancer has entered your dungeon. Juhu, da ist ein Necromancer hier durch das Portal gekommen gerade. Cool. Wo ist denn... Garrison, da. Hier. Kommt hier hin. Zack. Und da läuft ein Gegner. Nein. Die haben schon wieder die Brücke eingenommen. Die Schweine. A new sin is available to you. Hier möchte ich das auch nochmal machen. Zwei Fallen bitte. Die kosten ganz schön viel Geld. Ein Problem. Aber die sollten schnell fertig werden. Damit die hier das, die Gebiete nicht wieder zurückerobern, einfach so. Und habe ich genug Kreaturen eigentlich, um hier mal die Fallen da oben wegzumachen? Ich nehme mir jetzt einfach mal ganz viel mit hier. Kommt alle her. Mehr darf ich nicht aufnehmen, okay. Dann eben nicht. So, und ihr kommt auch noch mit. Wieso kann ich jetzt hier... Ah, Mann! Jetzt gehört mir wieder die Brücke nicht. Ich kann hier nichts abwerfen. So, greift ihr an oder lauft ihr weg? Mal gucken. Wonach denen so ist.
Wenn die mal kurz die Brücke einnehmen könnten, dann würde ich einfach mal die Kreaturen hier wieder absetzen. Ah ja, jetzt gehört die Brücke wieder mir. Sehr schön. Was nicht so schön ist, dass hier gerade meine Kreaturen alle sterben. Ich weiß nicht, was das für verrückte Fallen sind, die der Gegner sich da aufgebaut hat. Ah ja, aber die holen jetzt immerhin meine Kreaturen. Komm, holt euch die... Da kann ich nicht draufblitzen? Mist. Ja, macht den noch fertig gerade. Und den auch, ja. Habe ich noch was, was hier kämpfen darf? Kann. Nehmen wir die. Gnarlings. Gnarlinge. Jetzt macht die Fallen kaputt, verdammt. Es kann doch nicht sein, dass nur meine Minions die Defenses hier angreifen. Die sind aber in Kampflaune. Dann nehme ich mir die da weg. Kommt her. Komm. Ja, einzeln angreifen bringt halt nichts, ne? Ja, toll. Der ist sofort umgekippt. Na klasse. Kämpft ihr? Nein, ihr seid auch alle tot. Nehmt doch mal diese Leichen hier mit, bitte. Ihr schnappt euch jetzt alle die... Nein, ihr lauft alle weg. Wir haben alle Angst. Was haben die denn alle Angst davor? Ah, hier sind todesmutige Kreaturen, die versuchen, die Sachen da anzugreifen. Und meine Defense-Sachen sind... Defense-Sachen sind fertig. Zack, zack. Es leuchtet. Wie schön. Ich mag leuchtende Sachen. Ja, das scheint hier sehr schwierig zu sein, das Ding da fertig zu machen. Und die Kreaturen sind wohl hin, gleich. Weil die niemand mitnimmt. Wie kriegen wir das denn kaputt? Wir müssen doch irgendwie die Verteidigung da zerstören können. Ohne dass wir alle Kreaturen dabei verlieren. Oder muss ich noch warten? Ich mag warten ja nicht so. Ich kaufe mir jetzt einfach mal so ein paar Sachen hier. Unlocked. Boah, da sind aber viele. Wenn wir die in Gold verwandeln könnten, könnte ich mir neue Räume kaufen. Dafür brauche ich aber erstmal nochmal ein paar Punkte. Immerhin kommen die gegnerischen Minions jetzt nicht mehr dazu, hier die Sachen wieder zurückzuerobern. Da werden sie von allen Seiten erschossen. Das ist ganz gut. Ja, kreaturentechnisch sieht das auch gerade nicht so optimal aus. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Ganz, ganz bestimmt. Ganz dolle bestimmt. Oh, hier ist noch. Hier können wir doch noch Gold holen. Warum sagt denn keiner was? Hier ist doch Gold. Hier ist noch mehr Gold. Warum habe ich das denn noch nicht? Kann ich hier nochmal so einen 5x5 Raum hinstellen? Defense complete. Zack, zack, zack. Und wir haben Mana ohne Ende. Dann können wir auch hier nochmal ein paar Worker erschaffen. Die sind da oben ja wahrscheinlich alle gestorben schon. Und da kommt ein Gegner. Oh, oh, oh. Eine gegnerische Kreatur. Die aber gleich tot sein dürfte dann. Ich glaube nicht, dass der das schafft, gegen diese beiden Ballisten zu kämpfen. Wenn ich das nicht schaffe, dann schaffen, dürfen die das auch nicht schaffen. Helfen wir halt kurz mit. So, dort. Zack, den schleppt er gleich ab. Was diese Symbole hier zu bedeuten haben, habe ich halt wirklich auch noch nicht verstanden. Ne? A ghoul has risen in your crypt. Your minions have researched the sin. Darf ich vielleicht auch gleich mal den Vampir bekommen, den es neu geben soll? Das wäre ein Traum. Defense complete.
die sind da erstmal beschäftigt, aber wir müssen ja hier das irgendwie mal ein bisschen nach vorne treiben, ne? Aber vielleicht warten wir einfach nochmal einen Moment, bis wir wirklich genug Kreaturen haben, um da was ausrichten zu können. Wir müssen hier was erobern. Wir müssen das hier haben. Dann können wir langsam weiter. Ach, deswegen ist das so stark, weil hier dieses komische, weil dieser komische Raum ist. Ja, lauf ruhig da rein, dann bist du nämlich sofort tot. Das ist okay. Die Kreaturen lassen sich da auch einfach abschlachten. Das läuft. Boah, hier ist mega viel Gold. A Skark has entered your dungeon. Aber ich will jetzt hier nicht nur offene Räume haben eigentlich. Das so machen. 18.000, dann können wir die Folterkammer vergrößern. Deutsche Gemmer! Your minions have researched this in for you. Zack. Da schnappe ich mir nämlich nochmal zwei und schmeiße hier rein. Was haben wir denn? Haben wir noch einen Raum, den wir sonst noch nicht gebaut haben? Das habe ich. Spirit Chamber habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Die kostet 13.000. Machen wir die mal schön klein. Aber das dürfte jetzt schon mal mindestens einen neuen Kreaturentypen anlocken. Anlocken. Nicht, also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Herbeirufen. Anlocken, das meine ich. Nicht das Englische anlocken. Okay, machen wir einen Schlafsaal hin. Gut, und dann müssen wir das hier vorne weitermachen. Da ist er, der Witch Doctor. Den meinte ich. Den neuen Kreaturentypen. Foundry Upgrade. Wo ist denn die Foundry? Dann gucken wir uns das mal an, was da passiert. Hier, das ist die Foundry. Jetzt sieht sie so aus. Und ist, man sieht nichts, okay. When executed, this ritual builds all defenses blueprints within your AOL. Was auch immer das heißt. Your minions have researched a sin for you. Transmutation. Transmutation. Ja, wir können ja einfach mal alles anlocken hier. Und dann mal so langsam mal gucken, was passiert. 8000 Gold, damit kann ich den Spirit Chamber eigentlich weiterbauen, ne? Das mal so. Jetzt ist sie wenigstens ein bisschen größer und den Schlafsaal können wir auch zu Ende bauen. Schön. Hier haben sie noch Arbeit genug, aber ich befürchte fast, dass die alle tot sind. Ja, fast. Macht doch einfach das da unten fertig und lasst euch nicht die ganze Zeit hier oben töten. Und dann werden wir hier gleich einfach mal so ein Angriffsding setzen und dann machen wir da oben die drei Fallen kaputt. Das machen wir jetzt. Genau jetzt. Zum Angriff. So, jetzt müssen wir nur abwarten, bis unsere Kreaturen da oben angekommen sind. Potions kann ich mir nicht leisten. Tut mir leid. So, jetzt dürfte hier gleich eine Massenwanderung stattfinden. Ah ja, guck mal. Uiuiui. Schatten. Jetzt geht's los. Die ersten beiden todesmutigen Kämpfer sind angetroffen. Eingetroffen sind sie, nicht angetroffen. Doch, wir haben sie vielleicht hier angetroffen. Oh, es kämpft. Oh, beide tot. Na toll. Hier, dieser komische Raum macht die Fallen da übelst mächtig. Und wenn das alle Kreaturen zusammen nicht schaffen sollten, wäre das ziemlich traurig. Dann wäre dieser Raum total overpowered. Aber jetzt reißen sie das ein hier. Komm. Ah, das ist auch nicht mehr ganz in dem Radius drin. Und eins ist, glaube ich, kaputt. Das zweite ist auch kaputt. Ja. Die Fallen sind gefallen. Jetzt können wir noch hier das Ding einreißen vielleicht. Dazu setzen wir einfach mal die Flagge hier hin.